Du darfst nur nicht an den Ständer kommen. Ja. Und dann das Mikrofon auch nicht. Fantastic. Und damit herzlich willkommen zu einer kurzen Informationsfolge Clash of Clans. Der Matthias ist mit dabei. Hallo. Und der uns überlegt, im Zuge des 600.000 Abonnenten-Specials, wollen wir einen kleinen Friendly Clan War starten. Und dazu werden wir jetzt, also ihr seht jetzt hoffentlich beide Bildschirme, Matthias Bildschirm und mein Bildschirm. Und wir wollen jetzt zwei Clans gründen. Ich würde sagen, die nennen wir auch einfach Fred und Marbuel. Und wollen dann einen Friendly Clan War machen. Aber wir gründen erstmal die. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz die Clans gründen. Ich mach's mal ganz cool, ich mach's mal so. Nein! Ich muss mal kurz ausblenden. Das ist von der VW-Werkstatt. Die wollen immer wissen, wie ihr Service war. Die rufen mich ständig an. Warte, ich muss jetzt erstmal so. Ich gehe jetzt auf Clan. Mache jetzt Clan gründen. So, jetzt werde ich jetzt natürlich Fred nennen. Und nenne jetzt einfach mal Clan-Beschreibung. Mache jetzt einfach mal FB. So, jetzt machen wir erstmal geschlossen. Noch ist er geschlossen. Clan-Krieg ist auch noch nicht. Ich lege jetzt erstmal gar nichts fest, außer noch vielleicht das Wappen. Im Grunde. Können wir da irgendwas Cooles noch machen? Moment. Also. Perfekt. So. Ich werde ihn jetzt für 40.000 gründen. Läuft bei dir mit den Nachrichten? Ja. Schon, da ist auf jeden Fall hinterher einiges noch. Müssen wir auf jeden Fall hinterher rausdröhnen. So. Ja, jetzt hört's aber auf eigentlich. So. Du hast erfolgreich einen neuen Clan gegründet. Das habe ich jetzt gemacht. Vorher mal drüber nachdenken müssen. Ne? Also, ich habe jetzt den Clan gegründet. Und ich warte jetzt mal eben, bis Matthias fertig ist. Und dann werde ich mal eben, dann werden wir beide Clan-Kürzel einblenden und werden mal ganz kurz noch erzählen, wie das Ganze dann abläuft. Ja, komm, mach aber jetzt. Scheißegal, ja. Hast du denn geschlossen gemacht? Geschlossen. Warum hast du Mabu 3L? Ich würde das beißen. So. Genau. Ist einfacher. Ist alles auch richtig eingestellt? Dann. So. Jetzt gehen wir auf den Übersichtsbildschirm. Also quasi auf die Clanburg oder auch da drauf. Genau, mein Clan. So. Einfach. Sehe ich selber falsch. Also. Mein Clan hat das Kürzel. Hashtag RGURRG08. Und deins hat? Hashtag G0, ist das 0? Ja, G0QGUP0C. Oder gegebenenfalls OS, ich kann das ja immer nicht unterscheiden. Ihr seht das jetzt so, wie es jetzt hier ist. Das sind die Clan-Kürzel und werden Montag 18 Uhr, passt das auch zu mir, ne? Ja. Montag 18 Uhr werden wir beide den Clan auf offen für alle stellen, dann kann jeder rein. Und dann werden wir auch einen Friendly War machen. Ich finde, das ist halt ein bisschen fairer, weil du dann, ja, du kannst auf beiden Seiten halt 49 Leute reinlassen. Ist wahrscheinlich fairer. Ja. Ne? Also es ist ja dennoch, ich meine, wir können jetzt nicht sagen, wie viel 10er reinkommen werden, wie viel 9er reinkommen werden, 8er, 7er und so weiter. Das ist einfach, deswegen kann ich nicht sagen, ob der Clan-Krieg dann fair werden wird. Ich kann nur sagen, dass es halt lustig werden wird und ich hoffe, dann die Clans, ich meine, die Clans werden, denke ich mal, sehr schnell sich füllen, aber bin schon gespannt, es wird ganz lustig werden. Ihr habt da auf jeden Fall nochmal, ja, machen wir mal einmal das Clan-Kürzel. Ist auf jeden Fall diesmal nichts Unfaires, auch wenn das jetzt, es war nie unfair, ja, aber es manchmal wurde immer, manchmal wurde ja geschrieben. Es wurde geschrieben, aber es war dann trotzdem nie unfair. Ich habe immer die Clans pünktlich aufgemacht, ja, und auch immer offen für alle. Also genau. Ich habe niemals irgendwie gesagt, es kann nur einer ab 2000 oder 3000 Pokalen oder ab Rathaus 7, 8, 9, 10 rein. Das, wie gesagt, das ist das Kürzel von meinem Clan. Rechts seht ihr dann nochmal das Kürzel von Matthias' Clan. Montag, Punkt, 18 Uhr machen wir beide die Clans auf. Könnt ihr da reinkommen, dann machen wir Friendly War gegeneinander und dann sehen wir weiter. Genau. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis demnächst. Tschüss.